Vor nicht allzu langer Zeit war Kattegat ein reich besiedeltes Land. Den Bewohnern ging es gut, die Landwirtschaft boomte. Doch plötzlich zog ein unerklärlicher Nebel über die Lande, das Miasma. Doch nicht nur der Nebel des tödlichen Miasmas, auch die aus dem Miasma kommenden Gestalten löschten Kattegat und dessen Bewohner Stück für Stück aus. Man glaubte, Kattegat sei verloren. Bis eines Tages im ersten Licht des Morgens die Flammenblüter aus einem tiefen Schlaf erwachten, der von den kalten Mauern der Flammenkrypta umhüllt war. Langsam öffneten sie ihre Augen und ein funkelnder Glanz lag darin, als ihre Seelen aus den Seelenkesseln emporstiegen. Vor ihnen ragten die Trümmer der Glutwacht empor, eine Erinnerung an vergangene Zeiten und an die Herausforderungen, die auf sie warten. Sie wanderten durch die Lande auf der Suche nach einer Erklärung, bis sie auf einen mysteriösen Landabschnitt kamen. Samets Vermächtnis. Sie entschlossen sich, hier ihre Zelte aufzubauen. Und so entstand das neue Kattegat. Und somit, Leute, herzlich willkommen auf unserem Enshrouded Community Server. Ich hoffe sehr, dass euch das Intro bisher gefallen hat. Ich zeige euch jetzt unsere Hood und wenn ihr Lust habt, auch zu joinen, dann kommt auf jeden Fall auf meinen Discord. Der Link ist wie immer in der Infobeschreibung. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Wie gesagt, meine Community hat sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, diese kleine Stadt aufzubauen. Und ich möchte an der Stelle auch mal ein kleines Lob aussprechen, denn es ist wirklich alles super geworden. Also besser hätte ich es mir gar nicht vorstellen können. Aber man darf ja nicht zu viel loben, deswegen starten wir jetzt los. Viel Spaß! Ja, Leute, und damit herzlich willkommen auf unserem Enshrouded Community Server. Ich habe es ja schon angekündigt, dass es ein Video dazu geben wird und jetzt sind wir soweit. Ich habe jetzt auch die Kamera extra ausgeblendet, damit ihr einfach das volle Erlebnis habt. Und wenn man dann hier an einer der vier Flammen spawnt, ist man erstmal in diesem porösen Raum. Von dem aus kann man dann weitergehen. Das hier unten ist eigentlich, ich sag mal jetzt halt so, nichts Besonderes. Man hat jetzt hier noch einen Weg, der nach unten führt. Zu unseren, ja, ich sag's mal so, Lagerräumen, wie ihr unschwer erkennen könnt. Ist auch richtig groß. Hier können wir dann rausgehen, aber das zeige ich euch später. Erstmal gehen wir noch mal ganz kurz zurück. Hier soll mal so ein großer Besprechungsraum werden, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Und hier darf dann natürlich der König sitzen und Anweisungen geben. Nein, Spaß. Genau. Dann sind wir wieder hier oben. Hier ist quasi so eine, ja, Gemeinschaftsdusche und Gemeinschaftsbad, was von den Leuten gebaut wurde. Und dann gehen wir hoch in unsere restaurierte Gaststätte. Guckt euch doch mal an, wie cool das aussieht. Auch hier mit den Tischen und mit der Restauranttoilette. Richtig gemütlich mit einem Kamin und ganz vielen anderen kleinen Deko-Teilen, auf die ebenso geachtet wurde. Wo kommt man denn dahin? Hier kommt man auf jeden Fall nach oben. Schauen wir doch mal looky looky in diese Zimmer. Hier ist ein Gästezimmer. Dann hat man hier noch so ein, ja, verlassenes Zimmer, würde ich sagen, oder eins, was eben noch nicht hergerichtet ist. Und von hier aus hat man auch nochmal einen ganz geilen Überblick. Wenn wir jetzt eine Etage runtergehen, ist quasi dann hier so eine Art VIP-Lounge. Kann man schön runtergucken. Aber ich liebe dieses Gasthaus. Es ist einfach so cool geworden. Und auch diese hohen Decken, die passen halt hier richtig gut zusammen. Genau, hier ist dann eben auch unsere Gastwirtin. Hi! Und dann düsen wir mal hier raus. Und dann düsen wir mal hier raus. Gut, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt noch anfangen soll, denn hier ist so viel gebaut worden und hier rennt jemand durchs Bild. Ich weiß genau, wer das war. Starten wir doch mal mit dem kleinen Häuschen hier. Das ist auch wunderschön gebaut mit den ganzen Details. Und hier natürlich ein richtig erhobenes Bett
Das haben die übrigens von mir nachgebaut, die ganzen Schlawiner, weil das war eigentlich meine Idee mal. Aber ich habe eine neue, wovon sie noch nichts wissen. Haha. Nicht, Mann. Also ich habe wirklich eine neue Idee, aber das werdet ihr dann irgendwann mal sehen. Oh, hier geht's runter. Wo geht's denn hier lang? Oh ja, genau. Hier wird auch noch richtig viel gebaut, wie ich gerade sehe. Hier kommen wir dann in den Essbereich. Manche Häuser, muss ich dazu sagen, sind auch noch nicht ganz fertig. Guckt mal allein hier, der Balkon mit diesen ganzen schönen Blumen und Pflanzen. Und ja, es ist einfach toll. Also ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Die Leute können so wunderschön bauen. Hier geht dann nochmal... Hier ist dann nochmal so ein kleiner Geheimweg, der dann hier noch in den Eingang führt. Dann haben wir hier das kleine Bad, auch mit einer Badewanne, die richtig cool da in der Ecke steht. Da macht es auf jeden Fall auch Spaß dann. Und hier das getrennte WC, auch sehr geil. So, wie komme ich denn da hoch? Hier oben ist quasi, glaube ich, so der Dachboden. Auch mit einer riesigen Terrasse, die noch bebaut wird. Hier seht ihr übrigens das restaurierte Gasthaus von außen. Springen wir mal wieder hier runter und jetzt gehen wir mal einfach so den Rundweg hier erstmal lang. Hier ist der provisorische Brunnen, sage ich mal. Wir haben gerade aktuell eine Challenge laufen, bei der jeder seinen Brunnen einreichen kann und der schönste Brunnen darf dann hier auch nachgebaut werden. Hier ist also jetzt das neue Reich vom Schreiner mit seinen ganzen Werkbänken, damit er uns alle auch einwandfrei versorgen kann. Und er gibt schon wieder seinen Senf dazu. Hier ist einfach dann so ein kleines gemütliches Räumchen. Erinnert so ein bisschen an eine kleine Bibliothek. Hier auch wieder mit einem Bad für Notfälle. Dann gehen wir weiter. Diese wunderschön gebauten Treppen, die dann zu, ja, ich sag mal, meinem unfertigen Schloss führen. Da ist wirklich noch viel zu machen, aber wie schon gesagt, ich habe leider nicht so viel Zeit. Deswegen beschränkt sich mein Wohn-, Ess- und Schlafbereich gerade mal auf das hier, wenn ich dann auf dem Server bin. Aber ich bin hier eben gerade noch dabei, alles Mögliche auszubauen und ja, da werde ich euch dann wahrscheinlich auch nochmal ein Update geben, wenn das alles fertig ist. Hier können wir dann nochmal hochlaufen. Denn hier oben habe ich nämlich auch ein kleines Baumhäuschen gebaut, wo ich dann mein richtiges Schlafgemach irgendwann mal haben möchte, weil man eben auch von hier die coolste Aussicht über unser ganzes Dorf haben kann. Guck mal, es ist einfach schon so krass viel gebaut worden. Es geht bis da hinten runter. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das mit der Zeit machen soll, denn ich nehme ja jetzt schon wieder eine Viertelstunde auf. Aber dann düsen wir doch mal wieder runter zu unserem Rundgang. So, und auch hier sind natürlich wieder richtig schöne Felder angelegt, damit das hier auch alles richtig, ja, einfach geil und bewohnbar ausschaut. Das ist wirklich super schön, meiner Meinung nach. Hier haben wir dann so einen kleinen Weg, der zu unserem nächsten Häuschen führt, was hier in den Berg reingebaut ist, mit den neuen Türen. Ist auch richtig, richtig cool gemacht, wie in Herr der Ringe. Schaut mal das an mit dieser riesen Tafel und den indirekten Lichtern hier. Hier kommt dann noch eine Küche rein. Ey, der Boden ist ja auch krass gemacht. Das sind alles verschiedene Einzelteile. Gebt euch das mal. Das ist auch richtig nice. Habe ich selber noch nicht gesehen. Oder auch hier mit dieser Bronzevertäfelung dann dahinter. Also es ist echt, echt geil. Hier ist dann ein kleines Arbeitszimmer, wie mir scheint. Auch nochmal mit einem Tisch und hier einem Sitzbereich zum Lesen. Wenn wir dann hier hintergehen, haben wir, glaube ich, hier aktuell noch Baustelle. Genau, hier ist aktuell noch Baustellenbereich.
weiß jetzt gar nicht, kommen wir hier sonst noch irgendwo hin? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, dass es das hier erstmal war. Machen wir wieder zu. Und schaut mal das hier an. Das sieht auch richtig cool aus. Das ist einfach nur ein Feuer auf einem Holzding, aber es sieht irgendwie taugt's. Dann haben wir hier wieder so eine kleine Gasse, die man nach unten gehen kann. Hier mit so einem Geländer. Ob das da hingehört, weiß ich jetzt auch nicht. Dann kommen wir hier zum Schmiedemeister. Das hier ist das Reich des Schmieds. Auch sehr cool gemacht mit genügend Arbeitsstationen. Und hier kann man sehen, was er herstellen kann. Hier hat er dann auch noch so einen kleinen Wohnbereich bekommen. Ist auch richtig süß und kuschelig geworden mit einem kleinen Minibad, aber es reicht auf jeden Fall. Wenn wir dann hier weitergehen, gucken wir nochmal kurz hier um die Ecke. Hier sind einfach die paar Stationen mit den ganzen Pflanztrögen drin, damit man auch hier immer bestens versorgt wird. Jetzt kommen wir hier runter. Das müsste das kleine Kabuff der Jägerin sein. Also Kabuff ist übertrieben, es ist nämlich auch richtig schön geworden. Und auch sie hat hier einen großzügigen Arbeitsbereich. Und hallo, ich werde geheilt, weil ich eigentlich total am Arsch bin. Das sieht man aber natürlich jetzt nicht in dem Hut, in dem ich gerade bin. Genau. Das ist also quasi das Haus der Jägerin. Tschö mit Ö. Wir haben aber hier noch ein Häuschen vergessen. Jetzt lass mich mal kurz gucken, wie ich denn da nochmal am besten hochkomme. Ah ja, der Weg führt uns hier hinauf. Und ich liebe diese kleinen Gassen, die hier gebaut sind. Das sieht so geil aus. Und guck mal hier, dieses blöde Viech da, was einem die ganze Zeit hinterher schaut. Ich hasse es, aber trotzdem sieht es cool aus. Klopf, klopf. Wow, guck mal, was hier auch für ein Meisterwerk gebaut wurde mit den neuen Blöcken aus den Dungeons. Und was ist hier? Noch nichts. Hier auch wieder mit diesem Thron. Und ich glaube, hier ist auch noch ein bisschen Baustelle in dem Haus. Aber es sieht auf jeden Fall auch schon mega aus. Hier ist dann auch eben die Bibliothek. Und hier kann man rausgehen auf so einen kleinen Balkon, wo man auch richtig schönen Ausblick hat auf diese coole Landschaft. Dann gehen wir wieder hier runter, gehen mal in die andere Richtung und schauen, was hier oben ist. Guckt euch das mal an, wie schön das einfach ausschaut mit diesen verschiedenen Strukturen. Hier ist ein Fenster, damit genug Luft reinkommt. Also das ist so hart, das ist wie... Weiß ich nicht, wie in so einem Urwald. Hier mit so einer kleinen Bar. Und hier mit dem großen Sofa am Kamin bzw. Feuerstelle, die auch richtig cool ausgebaut wurde. Es ist so urgemütlich einfach nur. Und hier liegt Bär im Bett und pennt. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Ja, hier ist, glaube ich, auch noch Baubereich. Genau. Ich glaube, wir gehen mal lieber schnell weg. Hier ist dann auch, glaube ich, das hier wird dann die Küche, wenn ich das richtig verstanden habe. Und hier geht es auch ewig weit nach oben, also auch richtig viel gebaut. Und hier ist dann so eine Art Dachterrasse wahrscheinlich am Ende. Guckt mal, auch hier der Kamin, wie er gebaut wurde. Es sieht einfach so aus, als würde halt wirklich da das Feuer aufsteigen. Richtig, richtig nice. Genau, wenn wir dann von dem Haus hier nach oben gehen, dann kommen wir wohin? Durch diesen kleinen Steingang. Raus. Und auch hier, so urgemütlich, sieht aus wie so eine, wie heißt denn das? Wie so eine Baumallee. Hier ist dann das nächste Haus. Schaut es euch an. Das ist, glaube ich, auch eins unserer Gasthäuser mit dem krass geilen Außenbereich hier. Gebt euch das mal, diese richtig coole Aussicht hier. Also ich weiß auch nicht, ich bin immer noch sprachlos. Und hier könnt ihr auch sehen, jemand von uns hat quasi eine Hand gebaut. Ich hoffe, ihr erkennt das an den Fingern.
wo dann dementsprechend das Haus drauf sein wird. Und hier ist der Gasthofbereich. So gemütlich, das ist quasi unser bayerisches Wirtshaus, hier mit der Schanktheke. Und dann geht's hier hoch. Hier ist dann nochmal eine Theke. Und hier hinten ist die echt coole Küche, die auch wirklich wie so ein, einfach so eine offene Küche mit ganz viel Platz für ganz viele Köche und auch einer Dunstabzugshaube. Also auch das hier mit den ganzen Details ist wirklich richtig, richtig schön geworden. Hier oben hat man dann auch nochmal so einen Special-Bereich für Feiern oder etc. Hier geht es dann auch nochmal auf einen. Ne, hier waren wir schon. Entschuldigung. Und hier ist dann quasi wahrscheinlich auch so der Bereich, wo vielleicht das Personal essen kann. Dann können wir hier noch runtergehen. Wo kommen wir denn dorthin? Und hier ist auch nochmal eine richtig fette Chill-Area. Ist auch echt nice. Ich sag mal so, wenn es das in echt geben würde, ich würde auf jeden Fall hier überall einziehen, weil die sich alle so viel Mühe gegeben haben mit dem, was sie so gebaut haben. Hier sind dann auch nochmal so viele Gästezimmer, die auch alle richtig süß sind, mit Balkon auch. Ich habe eigentlich gar nicht so viel Zeit, um alles wirklich so krass im Detail zu zeigen, aber ihr erkennt wahrscheinlich schon, wie viel Mühe die Leute sich hier gemacht haben und wie gut sie halt auch bauen können. Das ist ja das Nächste, ne? So, wenn wir dann hier hochgehen, dann geht es hier auf jeden Fall auch rein. Hier sind wir jetzt quasi in dem Wohnbereich, wo auch die Finger dann zu finden sind. Oh nein, Hilfe! Das war natürlich blöd. Hier ist auch ein kleiner hübscher Wohnbereich, auch mit richtig geiler Aussicht und sehr, sehr offen gehalten. Ich weiß nicht, ob das aktuell fertig ist, aber schaut mal, das ist auch richtig cool. Wirklich, also allein auch schon wieder hier, wie das Ganze gestaltet wurde, mit der Decke auch. Ich weiß auch nicht. Die Leute haben immer so, so richtig gute Einfälle. Hier wird es dann irgendwie einen Parcours geben, wenn ich das richtig verstanden habe, wo man sich quasi von Haken zu Haken dann runterhangeln kann. Das wird auf jeden Fall auch ziemlich spannend. Hier haben wir so eine kleine Lagerkammer. Hier auch. Das ist auch richtig cool hier, das mit der Wand. Also es ist wirklich einwandfrei alles. Dann haben wir hier unsere zweite Flamme, die uns dann auch zu diesem kleinen Häuschen führt. Jetzt schauen wir mal, was hier so drinnen ist. Hier ist aktuell noch nicht so viel drinnen. Aber bis jetzt sieht es auch richtig cool und gemütlich aus. Auch mit dem Doppelbett hier und dem Kamin, der eingebaut ist. Ich liebe das ja. Was ist denn, wenn wir hier durchgehen? Hier ist dann auch wieder ein Balkon, der dann hier hochführt. Zu unserem großen Baumhaus. Hier oben haben wir dann eine kleine Kapelle und auch noch mal so eine Art Biergartenbereich. Und hier eine kleine Toilette. Okay, dann ist vielleicht doch keine Kapelle. Es sah aber so aus wegen dem Kreuz. Auf jeden Fall auch eine richtig coole Idee, damit man nicht immer sauweite Wege hat, wenn man mal kurz auf die Toilette muss. Das Ganze geht hier noch weiter mit kleineren Sitzgelegenheiten. Und hier kommen wir dann in den kleinen Barbereich. Hier ist dann auch so ein Durchgang gebaut worden. Oh, das ist alles so vielfältig, was hier gemacht wurde.
Guck mal, hier ist irgendwas Gesperrtes. Ich weiß nicht, welches Geheimnis sich dahinter verbirgt oder was die Spieler da geplant haben. Dass jedes Mal, wenn ich online komme, dann eine richtige Überraschung. Hallo, du. Ich habe gerade keine Zeit, ich nehme auf. So, ich glaube, hier oben waren wir schon. Genau, hier kommt man dann wieder zur Kapelle. Dann haben wir noch, wenn wir jetzt von meinem Türmchen hier diesen riesen Treppenaufgang hochgehen, noch so ein cooles Haus. Auch total geil hier so versteckt und da ist wieder dieses blöde Ding. Hier hat man auch sofort den coolen Aufenthalts- bzw. Barbereich / Küchenbereich. Hier ist dann die schöne Essecke. Hier ist das Bett auch so eingebaut. Das finde ich auch richtig cool, weil das halt, das macht es irgendwie richtig gemütlich mit den geheimen Kisten, die dann da noch sind. Und hier ist sogar ein Brunnen, aus dem man natürlich Wasser schöpfen kann, wenn es einen in der Nacht dürstet. Hier haben wir eine Badewanne. Auch diese Wand hier sieht richtig geil aus, wie so eine Mosaikwand aus Glas. Also die Leute haben echt Ideen. Hier der... Ich weiß jetzt nicht, was das hier sein soll. Der D&D-Tisch. Heißt das so? Na, ihr wisst... Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Hier dann auch mit den ganzen Werkbänken, die eingebaut sind. Ist auch richtig cool. Wirklich. Und guck mal, auch hier diese ganzen Strukturen und so. Nice. Und hier geht es dann auch nochmal hoch in unseren oder den Wellnessbereich. Hier auch mit dem Wasser und den Liegen. Hier kommt dann natürlich noch eine Bar hin, dass man auch mit Trinken optimal versorgt ist. Hier ist dann wieder die Gemeinschaftsdusche und hier ist die Sauna. Was ich ein bisschen, wo ich ein bisschen beleidigt bin, es gibt keine getrennte Toilette für mich. Nirgendwo. Muss ich schon sagen, ne? Hier so mit lauter Männern. Und ich krieg nicht mal eine eigene Toilette. So, wo gehen wir hier hin? Hier drin waren wir schon. Hier sind wir wieder im Gasthaus. Mein Gott, Leute, bitte, ich hoffe, ich vergesse nichts zu zeigen und ihr seid mir nicht böse, wenn doch... Jetzt müssen wir erstmal wieder schlafen gehen. Und auch hier im Dunkeln, der Bereich hier außen auch, zum Beispiel total cool beleuchtet hier. Sieht auch aus, als wäre es Wasser natürlich. Wenn ich jetzt hier hinter nochmal gehe und wir dann nochmal gucken, dann sieht man auch die Hand hier ein bisschen besser. Ist geil, oder? Gehen wir mal runter zu unserem Brunnen, weil dann kenne ich mich aus. Hui. Und es wurde brav geschlafen, sodass ich gleich weitermachen kann. Sehr nett. So, in dem Häuschen waren wir schon drinnen. Da links waren wir auch schon überall drinnen, wenn ich mich nicht täusche. Wir gehen einfach zur Sicherheit nochmal nachschauen. Nee, weil hier waren wir nämlich noch nicht drin. So, dann schauen wir mal hier rein. Aber ich glaube, so wie das aussieht, ist das hier auch noch ein Rohbau. Allerdings auch wieder mit sehr schönem Balkon, muss ich sagen. Bin ich immer richtig neidisch, wenn ich so sehe, was ich bisher gebaut habe und was die Leute hier schon alles so auf die Beine gestellt haben. Auch richtig, richtig cooles Haus. Dann haben wir natürlich hier einen Weg, der dann nach unten führt. Und hier bei der Tür wären wir rausgekommen von unserem großen Lager. Ich mach mal zu. Hier haben wir einfach so eine kleine Höhle gebaut, die einfach auch richtig kuschelig ist mit zwei so kleinen Getränken. Hier kann man sich auch einfach mal zurückziehen, wenn man Ruhe braucht. Dann geht man hier auch wieder diese coole Steintreppe nach oben. Und genau in dem Haus waren wir schon. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Da waren wir schon, ja. Dann, wo geht's denn weiter, Leute?
Hier kann man sich auch schön hinsetzen und einfach mal eine Runde abschalten von dem ganzen Baustress. Hier haben wir noch ein kleines Mini-Mini-Häuschen. Oh, wohin geht's denn da? Das ist mir alles unbekannt, aber sieht auch richtig cool aus. Hier auch wieder gebaut wie in einer Art Burg. Dann gehen wir weiter hier den Weg entlang. Und auch hier kommt dann wieder das nächste Geile. Wenn ihr mal hier schaut mit dem Torbogen und den Flaggen, die hier schon gebaut wurden. Mein Gott, ich weiß nicht, wo das alles noch hinführen soll. Hier der Außenbereich, richtig schön. Wirklich richtig geil auch. Hier auch wieder mit der kleinen Hobbit-Tür. Schönes großes Badezimmer. Dann hier auch mit dem großen Eingangsbereich. Ist auch wunderschön gemacht. Hier hat man dann das Schlafzimmer. Ich mag auch die neuen Fenster so gerne. Generell auch, das ist halt dieser Hobbit-Stil ist richtig cool. Hier ist dann auch nochmal ein Schlafzimmer. Und guck mal, ich liebe das, wenn das hier so gebaut ist. Das sieht richtig geil aus und das macht es alles so richtig urig, ey. So schön. Einfach nur schön. Dann gehen wir mal weiter zum nächsten Häuschen. Beziehungsweise hier haben wir unsere Burgmauer, wie es ausschaut. Hier ist Eddie die Vogelscheuche. Ich weiß nicht, ob er wirklich Eddie heißt, aber ich nenne ihn jetzt einfach so. Hier ist quasi das Empfangstor zu Kattegat. Hier sieht es aus wie eine Baustelle noch aktuell. Da wird bestimmt auch was Cooles draus entstehen. Dann gehen wir hier wieder zurück. Und dann müssen wir einmal hier hoch. Das ist schon so groß, ey. Aber hier ging es irgendwo runter mal. Juhu. Genau, hier müssen wir jetzt runter. Da geht es nämlich dann zur anderen Seite. Auch hier, diesem offenen Bereich, der Durchgang gemacht ist, auch so schön. Super, super schön. So, da geht es einmal lang und hier geht es einmal raus. Oder auch nicht. Gehen wir mal hier lang. Gucken, was uns da noch so erwartet. Wo sind wir denn jetzt? Hier sind nochmal Saatbeete. Wenn wir jetzt hier hochgehen, sind wir auch in einem der Häuser, wenn ich mich nicht täusche. Hier sind auf jeden Fall auch wieder richtig viele solche Werkräume gebaut worden. Ist natürlich nicht schlecht. Hier haben wir dann das Bett und auch hier wieder mit den Fenstern. Ist einfach nur genial, ey. Ich komme halt auf sowas nicht, ne? Ja, das hier ist anscheinend eben auch noch eine kleine Baustelle. Ich bin dann auch mal gespannt, wie das aussieht, wenn es fertig wird. Und hier richtig großer Raum, ey. Und hier, glaube ich, soll mal ein Pool entstehen. Zumindest sieht es so aus. Auch wirklich eine ganz gute Idee. Dann gucken wir mal, wie ich jetzt hier wieder rauskomme. Was ist denn hier? Hier ist dann auch nochmal der kleine Balkon. Und von hier kann man auch nochmal die Hand ein bisschen sehen und die Bauwerke, wo wir eben vorher schon mal waren. Und oh nein, ich glaube, mein Baum ist kaputt gegangen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Naja, egal. Dann düsen wir einmal hier runter. In dieses schöne rote Häuschen. Schaut mal auch hier. Mit welcher Liebe das hier auch schon wieder gebaut wurde. Hier. Küsst den König. In dem Fall die Königin. Auch hier mit den ganzen, ist so cool. Aber ich glaube, dass auch hier noch ein kleines bisschen Baustelle ist. Hier kann man dann reingehen und hier geht es nach oben. Oh, ich habe vergessen, euch den Dachboden zu zeigen bei unserem Schreiner. Wenn ich jetzt, wenn ich es nicht vergesse, dann zeige ich es euch auf jeden Fall noch.
Hier geht es dann auch nochmal hoch. Also dieses Haus ist auch wirklich richtig groß gestaltet. Hier sind wir, glaube ich, gerade in dem Turm drin gewesen. Ist einfach nur cool. Lasst mich raten, hier ist die Toilette. Ja, oh, und sogar auch mit kleinem Schwimmbad. Und einer Dusche, cool. Richtig, richtig schön. Dann gehen wir einmal hier raus. In dem waren wir ja schon. Dann kommen wir einmal hier entlang. Zu diesem coolen Häuschen. Klopf, klopf, die Tür ist schon auf. Und dann sind wir hier in dem Eingangsbereich. Hier mit den Bäumen ist auch richtig nice. Oder auch hier mit der Couch. Ich habe ja manchmal so das Gefühl, dass die Leute mir das nachgemacht haben. Nein, ich joke nur. Aber auch hier richtig gemütlich. Richtig gemütlich mit der Sitzecke und der Bepflanzung, die hier drinnen ist. Gefällt mir richtig gut, auch mit dem Ausblick. Hier ist dann so eine kleine, wie nennt sich es denn jetzt nochmal? Ihr wisst schon, was ich meine. Hier geht es dann einmal runter in den Schlafbereich. Was ich hier so cool finde, ist, dass man denkt, hier wäre quasi so eine Scheibe. Und dass es dahinter aussieht wie so ein Terrarium. Da müssten noch ein paar mehr Pflanzen rein, dann wird es halt exakt so ausschauen. Aber auch richtig gemütlich hier mit den Teppichen drauf. Und es ist hier noch nichts. Und auch hier mit diesem kleinen Whirlpool. Hier ist, glaube ich, auch eine kleine Sauna. Es passt auch sehr, sehr gut zusammen. Und hier der fette Wellness-Outdoor-Bereich, wo auch schon wieder jemand liegt, den wir gerade stören. Ich verziehe mich mal. Oder hier, auch wenn man hier rausschaut. Ist richtig cool. Dann gehen wir mal wieder nach oben. Hier waren wir schon. Genau, hier ist der Eingang. Da müssen wir einmal nach da oben noch schauen. Hier ist auch die fetteste Küche. Mit auch einer richtig coolen Idee, dass man eben sieht nicht aus wie so ein Esstisch, sondern eben wie so eine Bar. Dann hat man hier auch nochmal einen super Balkon mit einer coolen Aussicht. Wohin geht's denn hier? Oh, ins Bad. Wirklich schön hier. Nein, auch das Bad gefällt mir richtig, richtig gut. Okay, dann wo kommen wir hin, wenn wir denn jetzt hier raufdüsen? Hier ist quasi, ich glaube, vielleicht so eine Art Dachbodenbereich. Oder es ist noch nicht fertig. Da geht es dann sogar noch weiter hoch. Hier ist dann auch nochmal ein Bad. Zu einer Badewanne und den ganzen Kerzen außen rum. Mein Gott, und da soll noch mal einer sagen, dass Jungs nicht richtig gut bauen könnten. Da ist dann eher mein Haus peinlich. Sehr, sehr schön. Okay. Machen wir die Tür wieder zu, ausnahmsweise. So, wo kommen wir denn hier hin? Hier ist dann nochmal so ein kleines Feld angelegt mit unseren Bienchen, die mich zum Glück hier nicht angreifen. Und hier ist der Horst Willi. Und hier ist Mais. Ja, Leute, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube tatsächlich, dass das erstmal alles war. Hier ist, glaube ich, einfach nur der Turm, der eh schon da war. Hier hat keiner gebaut, soweit ich mich erinnere. Und hier ist nochmal Zugang zu dem Häuschen, in dem wir ja auch schon drinne waren. Jetzt gehen wir nochmal kurz zum Schreiner, beziehungsweise halt, da ist doch noch eine Höhle, die ich euch zeigen muss. Hier, oder? Nee. Doch, hier ist auch so eine kleine Höhle gebaut worden, aber das ist nicht die, die ich meine. Hier haben wir dann auch noch ein kleines Häuschen, das ist auch so richtig süß hier mit dieser Blumenwiese, total schön. Wenn wir dann hier reingehen, schauen wir mal, was hier ist. Hier ist auch ein sehr cooles Bad, muss ich schon sagen. Und hier auch mit dem Bett, was so in die Ecke gestellt ist, ist auch richtig cool geworden.
Hier ist auch noch mal ein Schlafzimmer. Also das ist wahrscheinlich das Main Bedroom oder wie sagt man dazu. Hier auch noch mal mit zwei Sonnenlichtern, die ich gerade leider nicht benutzen kann, weil es hier schattig ist. Dann haben wir hier noch einen Raum. Das ist die Küche, auch sehr schön. Auch ganz anders als die anderen zum Beispiel. Hier haben wir dann noch Aufgänge zu noch so einem riesengroßen Essraum. Und noch einem größeren Schlafzimmer, Halleluja. Noch einer noch einer Sonnenterrasse. Also ich bin echt sprachlos, die Leute. Nicht mehr normal. So, was haben wir hier? Hier ist die Dusche und das Bad. Noch weiter rauf ging es nicht, aber ich glaube, es ging noch eins runter. Genau. Das sieht aus... Ah, ich glaube, das ist unser Hotel, wenn ich mich nicht täusche. Mit dem Spa-Bereich auch hier. Ja, ich glaube, das war das Hotel, was gebaut wurde. Hier sind gleich drei Badewannen auf einmal. Das ist quasi auch wieder der Duschbereich hier, der Toilettenbereich. Sehr schön. Wunderschön, wunderschön. Gucken wir nochmal hier runter. Und ich glaube, dass ich die Höhle gefunden habe. Ich bin mir aber nicht sicher. Schaut gut aus. Oh ja, hier ist ein riesengroßes Bauvorhaben. Und zwar soll hier der Drachenkopf gebaut werden. Und wie ihr seht, ist es hier auch schon voll in Gange. Hier wurde schon alles drumherum weggeräumt. Hier ist schon der Anfang mit dem Maul und den Zähnen. Hier sogar mit einer Zunge. Das ist auch übel krass. Also da ist auf jeden Fall auch noch eine ganze Menge zu tun, aber... Wie gesagt, also ich bin da immer sprachlos, was die Leute hier auf dem Server für Sachen anstellen. Hier, das sind die Nasenlöcher anscheinend. Wenn es nicht die Augen werden sollen. Ich will jetzt nicht irgendwie was Falsches sagen. Ich bin einfach jedes Mal aufs Neue wieder baff, wenn ich auf den Server komme und sehe, was die Leute hier für Meisterwerke gebaut haben. Wenn wir dann ein bisschen weiter weg vom Dorf sind, haben wir hier noch diese kleine Gruft, Grotte oder wie auch immer man das bezeichnet. Und wenn wir dann hier diese ewig lange Treppe mal wieder runtergehen, dann bekommen wir hier ein richtig geiles Kreuz mit den Knochenblöcken, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und schaut mal auch hier, wie schön das einfach gebaut wurde. Mit ganz vielen Kisten. Ich glaube, da ist nichts drin. Ich denke eher, dass das vielleicht Urnen darstellen sollen. Aber ja, es ist auch wieder ein richtig cooles Bauwerk einfach. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Hier gehen dann wahrscheinlich immer alle hin, wenn ich im Kampf mal wieder gefallen bin. Und dann können sie hier um mich trauern. Und wenn wir dann die Treppe wieder hochgehen, jetzt muss ich nur gucken, ob ich da irgendwie hochkomme. Dann haben wir hier, ja... Ich glaube, es wurde mal als Opferaltar bezeichnet. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich mich hier jetzt einfach mal hinlege. Passiert natürlich nichts. Aber ja, ich denke, das sollte hier der Opferaltar sein. Wir haben dann hier auch noch so einen kleinen Raum mit einer Toilette und einer gleichzeitigen Dusche. Das heißt, man kann sich also beim, ich nenne es jetzt mal, Abseilen abduschen. Das ist auch eine neue Erfindung, aber finde ich auch ziemlich cool. Schauen wir mal, haben wir hier noch einen Raum? Nee, wir haben dann hier noch so einen Eckkamin, auch richtig nice. Und genau, bevor ich es vergesse, hier wollte ich noch rauf. Das muss ich euch noch zeigen. Hier ist der Dachboden vom Schreiner mit den ganzen Sachen, die er schon gecraftet hat. Hier auch mit einer Tür. Hier kann man sich auf jeden Fall bedienen, wenn man irgendwas an Einrichtungsgegenständen bräuchte. Und hier haben wir dann auch noch ein ganz kleines Mini-Häuschen, was auch noch in der Entstehung ist. Und es ist hier eine Leiter, aber es ist zu. Naja,
Das, meine lieben Freunde, ist auf jeden Fall unser kleines Kattegat. Ich hoffe, es hat euch jetzt nicht erschlagen an lauter Infos. Und falls es euch hier gefallen hat oder falls es euch hier bei uns gefällt, dann wie gesagt, joint sehr, sehr gern unserer Community. Wir freuen uns auf jeden, der hier mitbasteln möchte. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und noch ein schönes restliches Wochenende. Bis dann, bye!